Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, hiermit Teil 2. Ich sollte öfter mal auf meinen Instinkt hören, dann wäre das Ganze irgendwie vielleicht ein bisschen besser ausgegangen. Naja. Gut. Man kann immer mal wieder die falschen Entscheidungen treffen. Ich werde wahrscheinlich sehr viele falsche Entscheidungen treffen in diesem Spiel. Ich weiß es nicht. Immer mit dem besten Gewissen natürlich, dass man dann nur das Gute will. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Geh zum Glenumbra-Moor. Nein, nicht Magier-Gilde. Sprecht mit dem Mitglied der Magiergilde, aber das ist die auf jeden Fall. Das ist nicht die Verfolgung von mir. Eine Botin? Vielleicht aus Altfelden? Mit Neuigkeiten von dort. Wir haben gehört, dass Flüchtlinge aus Kamlorn die Stadt überschwemmt hätten. Ja, die Werwölfe versuchen die Stadt zu übernehmen, aber sie hatten keinen Erfolg. Das ist gut. Es war schlimm genug, Kamlorn zu verlieren. In der Zwischenzeit haben wir hier deutliche Fortschritte gemacht. Unsere Forschungen haben endlich zu ersten Ergebnissen geführt. Die Geister der Alessianischen Armee suchen diesen Ort immer noch heim. Es ist eine Ewigkeit her, dass hier die Schlacht beim Glenumbra-Moor stattfand. Aber die Geister sind immer noch hier. Wonach sucht ihr? Faulchu, die Bestie, die Kamlorn verwüstete. Er hat hier gekämpft und er ist hier gestorben. Wir wollen erfahren, wie es vor all diesen Jahren dazu kam, damit wir ihn wieder töten können. Wie findet ihr heraus, was hier vor so langer Zeit geschehen ist? Sarvid, unser Meister der Incunabula, hofft darauf, eine Vision heraufbeschwören zu können, die uns die Ereignisse um Faulchus Tod zeigt. Wir sammeln die mächtigsten historischen Artefakte, um diese als Fokus zu nutzen. Die Geister machen dieses Unterfangen allerdings schwierig. Ich werde helfen, wenn ich kann. Die Generäle der Alessianischen Armee spielten eine entscheidende Rolle in der Schlacht beim Glenumbra-Moor. Ihre Waffen genügen, denke ich, sofern sie noch intakt sind. Falls ihr es schaffen könnt, ihre Waffen zu erlangen, dann sucht Sarvid auf. Er weiß, was dann zu tun ist. Warum ist es so wichtig herauszufinden, wie Chaulchu gestorben ist? Faulchu wurde nicht umsonst der unbesiegbare General genannt. Ihr könnt ihn schneiden, schlagen oder mit Pfeilen spicken. Er geht einfach nicht zu Boden. Wir müssen herausfinden, wie sie ihn damals aufgehalten und diesen uralten Krieg beendet haben. Was könnt ihr mir über die Schlacht beim Glenumbra-Moor erzählen? Ich könnte euch die grobe Geschichte erzählen, aber falls ihr tiefere Einsichten sucht, solltet ihr zu unserer Wissensbewahrerin Dalana gehen. Sie ist über dem Tor und überwacht die Bewegungen der Geister. Ja, dann muss ich da durch. Ich bin gerade am Überlegen. Mit ein bisschen Glück, was wir vermutlich nicht haben, kann man nämlich da... Ah, ne, okay. Kein Direni wird diese Tore durchschreiten. Ist das klar? Ich bin aber schon durch. Achso, da ist noch einer. Verbrennt es! Jetzt nehmen die Klinge. Wie oft muss ich auf E drücken? Mein Gott. Wollte Klinge nehmen. So. Da oben ist auch noch eine Scherbe. Ach nee, hier ist das. Die glauben, dass sie im Vorteil sind, oder? Ha! Wartet nur ab, bis ihnen ihr Plan um... Natürlich bin ich im Vorteil. Du bist tot, ich nicht. So, die andere ist, glaube ich, mit hier oben. Hallo? Jetzt hat die eine mich nicht wirklich... Ach komm, die ganze Zeit habe ich keinen Spot drauf gehabt. Jetzt gib mir meine Scherbe. Ich will diese blöde Scherbe jetzt haben. Basti, kümmere dich drum. Mach sie fertig. So. Geht doch. Da oben ist nämlich der letzte Punkt, genau. So. Natürlich sind hier auch wieder welche. Sorgt dafür, dass die Truppen diese Befehle erhalten. Sie müssen bereit sein für das, was kommt. Ich bin bereit, keine Sorge.
natürlich wieder leer. Bringt die Klingen zu... Schieß mich tot. War das die von der Magiergilde? Ich bin mir gerade nicht sicher. Die Namen merke ich mir leider nie. Es tut mir leid. Aber ich denke schon... Oh, Hallöchen. Wieso habe ich hier eine Leiche, die ich looten kann? Es stimmt wirklich. Faulschu war so groß wie ein Baum, mit Krallen lang wie Zweihänder. Ja, ja. Bagrun hier behauptet, dass Faulschu bei weitem nicht so schlimm ist, wie alle sagen. Der arme Trottel kann eine Motte nicht von einem Mammut unterscheiden. Krala hat mir aufgetragen, euch diese Dinge zu bringen. Ah, die Fokusse. Die hier werden wunderbar funktionieren. Lasst mich nur rasch... Ich glaube nicht, dass das hätte abfallen sollen. Nun, diese Schwerter sind ziemlich abgenutzt. Ich bin aber sicher, wir haben noch ausreichend Material für das Ritual. Was hofft ihr zu erreichen? Wenn alles gut läuft, sollten wir einen Blick in die Vergangenheit werfen können. Hoffentlich sehen wir, was mit Faulschu geschehen ist. Findet heraus, wie die Direnni vor so langer Zeit in der Lage waren, die Alessianer zu besiegen. Und wenn etwas schief geht, dann werden wir eben sehen, was wir sehen. Ich würde gerne bei dem Ritual zusehen. Natürlich. Wir werden die gesammelte Essenz der Vergangenheit nutzen, wie sie sich in diesen uralten Waffen bündelt, um eine Art Fenster in die Geschichte aufzustoßen. Folgt mir. Jetzt finden wir vielleicht endlich heraus, wie Faulschu besiegt wurde. Okay. Und vielleicht finden wir auch heraus, wie groß dieser Horker tatsächlich war. Da halte ich mich raus. Hört mir zu. Ihr müsst mir zuhören. Ja, hat ja nicht so gut geklappt, ne? Hört mir zu, war jetzt nicht so besonders viel. Julianus kleiner Teekessel. Wir haben es geschafft, glaube ich. War das so geplant? Der Zauber hat besser gewirkt als erwartet. Wir haben nicht nur ein Fenster in die Vergangenheit aufgestoßen, sondern eine Tür. Die Luft selbst flirrt vor temporalen Verwerfungen. Irgendwo ganz in der Nähe steht eine Tür in die Geschichte offen. Wir müssen nur noch durch sie hindurchgehen. Wer war diese Frau, die da erschienen ist? Ein Fragment aus der Vergangenheit, glaube ich. Etwas, das durch den Zauber in der Zeit nach vorn gezogen wurde. Wollen wir hoffen, dass wir nicht noch mehr in unsere Zeit gezogen haben? Wie hilft uns das, etwas über Faulschu herauszufinden? Jemand, der tapfer und kühn genug dafür ist, muss durch die Tür gehen, die wir geöffnet haben. Ich bin zu kostbar, um in der Vergangenheit verloren zu gehen. Und Bagrun würde mit seiner üblichen Tollpatschigkeit wahrscheinlich den Lauf der Geschichte verändern. Fragt Grala, was wir ihrer Meinung nach tun sollen. Grala, da ist sie. Wir haben einen Schrei gehört. Und dann breiteten sich magische Verwerfungen über das Schlachtfeld aus. Was ist geschehen? Eure Magier haben ein Tor in die Vergangenheit geöffnet. Sie sollten doch nur einen einfachen Weissagungszauber sprechen und mehr nicht. Ups. Savit hätte keine Portale in die Vergangenheit öffnen sollen. Savit denkt, wir können in der Zeit zurückreisen, um mehr über Faulschus Tod zu erfahren. Mir gefällt das nicht. Zeitmagie ist kein Spielzeug. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Vielleicht birgt eine dieser Verwerfungen die Antworten, die wir suchen. Was soll ich tun? Untersucht die Verwerfungen. Seht nach, ob es da draußen tatsächlich irgendein Portal gibt. Und achtet auf alles, was euch ungewöhnlich vorkommt. Wer weiß schon, was sie vielleicht alles aus der Vergangenheit geholt haben. Okay, auf geht's wieder ins Schlachtfeld rein. Verwerfung. Das ist die Verwerfung. Ihr wollt in die Vergangenheit blicken. Ich kann euch dabei helfen. Das war jetzt nicht viel Info, aber... Ich kann euch zeigen, wie Faulschu bezwungen wurde. Okay.
Wo ist denn die dritte? Ist das nicht die gleiche? Nee. Wenn Faulschu auferstanden ist, dann muss er wieder sterben. Ja, bin ich auch für. So grundsätzlich. Wo ist denn die dritte? Höher, also da hinten durch. Nehme ich an. Ja. Geht zur Krypta. Ich werde euch dort erwarten und euch zeigen, wie ihr das Geheimnis finden könnt, das ihr sucht. Was war das denn gerade? Hallo? Ich wollte nur mal kurz zuhören und die danach platt machen. Was hab ich denn jetzt hier so angegriffen? Hallo, ich habe immer noch 18.000 Leben. Wieso bin ich da so... Hä? Findet die Krypta tiefer. Tiefer heißt aber, glaube ich, auch hier komplett raus, oder? Nee, Moment, das ist hier da hinten. Hui. Ich erinnere mich an diesen Ort. Hier begann es. Am Tag der letzten Schlacht. Wir gaben alles auf, um Faulschu zu töten. Ich soll verdammt sein, wenn ich zulasse, dass er wieder ins Leben tritt und die Welt erneut verflucht. Seid ihr deshalb zurückgekommen? Ich bin hier, weil jemand, den ich liebte, an jenem Tag alles geopfert hat, um sein Volk zu retten. Ihr sucht nach Antworten. Ich bin hier, um euch zu helfen. Und hoffentlich dafür zu sorgen, dass die Tragödie, die sich hier vor so langer Zeit abgespielt hat, nicht wiederholt. Diese Rüstung ist euer Schlüssel zur Vergangenheit. Sie gehörte meinem Liebsten und wurde an diesem Ehrenplatz vergraben. Faulschu wurde durch die Hand meines Liebsten getötet. Was geschieht, wenn ich die Rüstung anlege? Ihr werdet die letzten Augenblicke der Schlacht miterleben. Ihr werdet den Platz meines Geliebten einnehmen. Erlebt den Niedergang Faulschus so, wie er sich zugetragen hat. Aber seid vorsichtig. Ihr könnt die Ereignisse beeinflussen. Was auch immer ihr tut, könnte unerwartete Folgen haben. Was für Folgen? Ihr werdet nicht nur eine Vision sehen, sondern ihr werdet die Vergangenheit miterleben. Euer Handeln könnte das Schicksal aller um euch herum verändern. Das ist eine schwere Bürde. Doch es ist der einzige Weg, um an das Wissen zu gelangen, wonach ihr sucht. Legt die Rüstung an, wenn ihr bereit seid. Ich werde die Rüstung anlegen. Diese Rüstung birgt so viele Erinnerungen. Zieht euch jetzt an. Es gibt viel zu sehen und die Verbindung zur Vergangenheit wird nicht lange bestehen bleiben. Wie komme ich in die Gegenwart zurück? Also es tut mir leid, ich bin etwas abgelenkt von diesem Riesenkrach gerade draußen. Ich hoffe, ihr hört das Ganze nicht so. Wenn Faulschu stirbt, wird die Rüstung euch wieder aus der Vergangenheit auswerfen. Ihr werdet unversehrt ins Hier und Jetzt zurückkehren. Ja, genau das wird passieren. Ich bin mir da sicher. Könnt ihr mir etwas darüber sagen, wohin ich gehe? Es war eine brutale, blutige Zeit. Die Alessianer waren auf einem heiligen Kreuzzug, um jeden Meer auszulöschen, der in diesem Land lebte und es seine Heimat nannte. Sie vernichteten alles, was auch nur die kleinste Verbindung zur Magie hatte. Aber ihr wart eine Bretonin und kein Meer. Warum habt ihr gegen sie gekämpft? Würdet ihr beiseite stehen, während jene, die den Tod nicht verdient haben, von religiösen Eiferern hingerichtet werden? Das bezweifle ich doch sehr, falls ich euch nicht völlig falsch eingeschätzt haben sollte. Wir haben getan, was richtig war. Und wir würden es wieder tun. Deshalb bin ich hier. Erzählt mir von der Liebe eures Lebens. Weise, gütig, mutig. Alles, was man sich von einem Gefährten nur wünschen kann. Aber ihr werdet es noch früh genug selbst sehen. Ich hoffe nur, dass das, was ihr erfahrt, euch auch in der gegenwärtigen Lage helfen wird. Dann nehmen wir mal die Rüstung an. Und werden wahnsinnig. Da seid ihr ja, Liebster. Ich hatte mir schon Sorgen um euch gemacht. Warum seid ihr noch hier, Geliebter? Kommandant Parmion sammelt die Truppen für den letzten Angriff. Ihr seid sein bester Offizier und unser edelster Ritter. In einem solchen Augenblick solltet ihr an seiner Seite sein.
Ich bin nicht sicher, was hier vor sich geht. Hat euch der Schlag auf den Kopf die Sinne verwirrt? Wir stehen kurz davor, das Blatt zu wenden und einen Angriff auf Faulschus Hauptquartier zu unternehmen. Kommt, mein Augenstern. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Frischt meine Sinne auf. Frischt meine Erinnerung auf. Was für eine Aufgabe ist das? Die alessianischen Befehle natürlich. Sie sind entscheidend. Wir haben den Boten zwar aufgegriffen, doch er hatte die Befehle schon weitergegeben. Nun müssen wir alle feindlichen Leichen durchsuchen, bis wir die Befehle finden. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Alessianer uns so kurz vor unserem Sieg noch überrumpeln. Tut, was ihr tun müsst, um diese Befehle zu finden. Kommt dann zu mir ins Lager. Wir müssen uns unterhalten. Okay. Also, wir müssen... Können wir denn reiten? Oh ja, wir können reiten. Wir müssen also wieder da oben durch, so wie es aussieht. Guten Tag. So, da sind die Befehle, die ich auch gerne mal durchlesen würde, wenn man mich hier nicht hinterrücks angreifen würde. Ich wollte gerade sagen, irgendwie war der jetzt gerade ein bisschen verbuggt hier. Geht zum Lager zurück. Das heißt, das reicht, wenn wir diese Befehle nur haben. Okay. Gerade noch überlegt, ob wir noch mehr brauchen. Das sind unsere eigenen Leute. Sehr schön. Kommandant, wenn ich denn mit dir reden könnte. Höchste Zeit, dass ihr zurück... Da seid ihr ja, mein Ritter. Habt ihr die Befehle? Hier sind die alessianischen Befehle. Hervorragend. Ihr seid eine Ehre für die Direnni-Wache. Nun können wir einen ordentlichen Gegenangriff vorbereiten, um den drohenden alessianischen Überfall zu erwidern. Sie werden völlig überrascht sein. Ihr solltet diese Befehle dem Aileidenkönig zeigen. Er ist gerade eingetroffen und begierig darauf, ins Geschehen einzugreifen. Der Aileidenkönig? Ja, er hat uns alle überrascht. Wir haben nicht erwartet, dass der letzte König eines sterbenden Volks auf dem Schlachtfeld erscheint. Aber er ist ein brillanter Taktiker und sein Rat ist gewiss sehr hilfreich. In der Zwischenzeit schicken wir Alanas Einheit los, um Faulschuh ein Ende zu bereiten. Okay, das ist jetzt wirklich interessant, weil den haben wir ja schon kennengelernt, als wir Kalthafen gemacht hatten. Alana, ich muss derjenige sein, der Faulschuh niederstreckt. Was? Unsinn. Alana kann sich darum kümmern. Wenn ich diese Befehle richtig deute, werde ich euch brauchen, um unsere Verteidigung anzuführen. Aber wenn ihr wollt, dann sprecht ruhig mit Alana, bevor sie aufbricht. Nur macht schnell und vergesst nicht, mit dem König zu reden. Gut, dann sprechen wir erstmal mit dem König. Ein Kind der Bretonen, das für die Direnni kämpft? Etwas überraschend, aber angesichts der derzeitigen Umstände nicht wirklich ungewöhnlich. Einen Moment. Diese Rüstung. Ich habe schon von euch gehört. Man sagt, dass ihr kämpft, als hätte Auriel selbst euch gesegnet. Wir haben diese Befehle bei einem alessianischen Soldaten gefunden. Alessianischen Soldaten, so. Die Lage, wie sie sich auf dem Schlachtfeld entfaltet, verrät schon genug. Diese Befehle bestätigen meinen Verdacht nur. Die Alessianer planen, an unserer Verteidigung vorbeizuschlüpfen, um, wie sagt man noch? Die Direnni mit heruntergelassener Hose zu erwischen. Was für eine kuriose Redewendung. Was sollen wir tun? Setzt die Direnni-Magie eurer Rüstung ein, um die verborgenen Schattenspäherinnen zu entdecken, bevor sie ernsthaften Schaden anrichten können. Und schaltet sie dann mit allen verfügbaren Mitteln aus. Wirklich ganz einfach. Aber ich bin eigentlich sehr interessiert an euch. Warum seid ihr so interessiert an mir? Diese alten Aileiden-Augen sehen viele Dinge. Zum Beispiel, dass jeder hier auf diesem Hof eine Aura der Lebenskraft ausstrahlt. Außer euch. Eure Aura fehlt. Ich kann nicht unterscheiden, ob ihr nicht richtig lebendig seid oder ob ihr nur eigentlich nicht hierher gehört. Ich habe solche Magie noch nie zuvor gesehen. Ich bin nicht sicher, wovon ihr da redet. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Doch dies ist weder die Zeit noch der Ort für dieses Gespräch. Wir werden uns wieder begegnen.
Und dann werden wir sehen, was wir sehen. Doch nun haben wir erst einmal eine Schlacht zu gewinnen. Ich weiß euren Bericht zu schätzen. Gut, ich gehe jetzt mal sehr stark davon aus, dass er mich wirklich meint. Ne? Also mich als Gameplayerin, nicht als, ich weiß nicht mehr, wie ich hier drin heiße. Ich weiß, dass ihr Faulchu verfolgen wolltet, aber ihr werdet noch viele Abenteuer beim Verteidigen des Lagers erleben. Seid ihr sicher, dass ich nicht mit euch kommen soll? Ich verstehe eure Besorgnis, mein Augenstern, aber Befehle sind Befehle. Wenn einer von uns versagt, könnte diese ganze Schlacht verloren gehen. Doch habt keine Angst. Ich werde sicherstellen, dass Faulchu uns nie wieder Sorgen bereiten wird. Und wie werdet ihr ihn aufhalten? Wie? Er ist nur ein Mann, mein Liebling. Ich stecke mein Schwert ein paar Mal in ihn hinein, bis er umfällt. Und dann steche ich nochmal zu. Ich werde ihm nur wieder zurück sein und seinen Kopf vor mir als Trophäe schwenken. Ich kann mir kein schöneres Geschenk vorstellen, um unsere neue Familie zu feiern. Unsere Familie? Später, mein Augenstern. Ich werde euch nach dem Kampf alles erzählen. Ich sollte euch derzeit nicht damit ablenken. Es sind allerdings nur die besten Neuigkeiten, das kann ich euch versprechen. Ich liebe euch, wisst ihr? Nun geht. Ja, das weiß er. Also nehme ich zumindest mal an, dass er das weiß. Da. Hier werden wir unser letztes Gefecht schlagen. Die Alessianer sind nichts als Gesindel und ihre zahlenmäßige Überlegenheit spielt keine Rolle. Heute werden Faulchu und die Alessianer durch unsere Hand ihr Ende finden. Heute feiern wir unseren Sieg. Okay, ich dachte, da kam jetzt noch was. Besiegt die Schattenspeerin. Ich denke mal, ich muss da wahrscheinlich wieder mit E diese Macht hier einsetzen, oder... Bin mir nicht sicher. Versteckt einen alessanischen Angreifer. Ja, das ist doch die hier, oder nicht? Hallo. Okay, ich muss nichts einsetzen. Ich kann hier einfach so angreifen. Gut. Einmal höher und einmal auf der gleichen Ebene. Genau, lauf mal einfach in die Barrikaden rein. Kein Thema. Blup. Basti, wolltest du auch looten? Oder bist du da so hingelaufen? Okay, der nächste... Doch, höher. Also in der nächsten... Ich bin mir gerade nicht sicher. Jetzt ist es wieder tiefer. Tut mir leid, Jungs. Ich habe hier keine Zeit, mit euch rumzuplänkeln. Mein Gott, ist das denn so schwer? Hab gerade keine Zeit. So. Das heißt, irgendwo da hinten in der Ecke oder was? Oder hier oben? Ne, hier oben drauf nicht. Ist doch in der ersten, oder wie? Ach, macht mich hier doch nicht total beschugger. Da irgendwo. Moment, da hoch. Ah, jetzt habe ich dich. Haha. Ich hatte jetzt gedacht, weil ja hinten da der Berg hochgeht. Deswegen, Hauptmann, wo kommst du denn? Das Hauptquartier von Faulchu. Wir wurden überfallen, umzingelt. Alana und die anderen. Ah. Hallo? Das sah irgendwie aus, als ob der gerade erschossen wurde oder so. Oder als ob dem einer auf einmal von jetzt auf gleich die ganze Kraft entzogen hat. Das sah irgendwie ein bisschen seltsam aus. Gut, da muss ich wieder den ganzen Weg hier hoch. Nee, doch nicht den ganzen Weg. Es waren zu viele. Sie haben uns in Stücke gerissen. Ich bringe schlechte Kunde, Hauptmann. Kommandant Parmion ist tot. Was ist geschehen? Kommandant Parmion beschloss, uns zu begleiten. Doch es war eine Falle. Wir hatten damit gerechnet, nur auf Faulchu und seine Offiziere zu stoßen.
Aber stattdessen hat gleich ein ganzer Zug auf uns gewartet. Wir konnten sie nicht aufhalten. Der Kommandant hat tapfer gekämpft, aber sie haben ihn niedergemetzelt und Alana verschleppt. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Wir gehen davon aus, dass Faulschuh jeden Moment einen Großangriff ausführt. Was könnt ihr empfehlen? Es ist eine schwere Wahl. Ich denke, es sind noch genug von uns übrig, um Faulschuh zu verfolgen. Aber wir müssen auch Alana retten. Ich weiß nicht. Wie lauten eure Befehle, Hauptmann? Ich schätze, ich muss mich wohl entscheiden. Das ist keine einfache Wahl, ich weiß. Ich beneide euch nicht. Aber egal, was ihr entscheidet, wir stehen euch bei. Nehmt die Soldaten und tötet... Also im Prinzip kommt es ja alles darauf an, dass Alana gerettet werden soll. Ich werde mich um Faulschuh kümmern. Ist wahrscheinlich die eigentlich falsche Lösung. Ich bin mir nicht sicher. Es kann aber natürlich sein, dass wenn ich jetzt sage, nimmt die Soldaten und tötet ihn, ich werde Alana retten, dass das dann der Grund ist, weshalb sie stirbt, ist aber eigentlich auch, also ich denke eher, sie würde wahrscheinlich sterben mit dem Unteren, schaut, ob ihr Alana finden könnt. Also ich sag jetzt mal, ich meine, es wäre ja logisch, dass man selber nach seinem Partner dann sucht, deswegen nehmt die Soldaten, ich will mir das nochmal kurz anhören, Moment. Das ist keine einfache Wahl, ich Nein. weiß, ich beneide euch nicht, auch ich gönn aber mich egal, mal. Was ihr entscheidet, wir stehen euch bei. Ach, ich sage jetzt einfach mal, nehmt die Soldaten und tötet Faulschuh, ich werde Alana retten. Wahrscheinlich sind das jetzt zwei schlechte Entscheidungen in einer Folge, aber... Ja, Hauptmann. Sie haben Alana den Weg hinter mir hochgeschleppt. Viel Glück. Wir werden Faulschuh für euch erledigen. Sie sehen mir nicht so aus, als ob die das wirklich können, aber naja... den Berg hochgeschleppt. Moment, hier rum, ja. Was für eine Katastrophe. Ich hätte mit einer Falle rechnen sollen. Und jetzt ist Kommandant Parmion tot. Was ist mit Faulschuh? Ich habe die restlichen Truppen losgeschickt, um ihn zu töten. Ihr habt sie ins Verderben geschickt. Ja, das denke ich auch. Ich lag falsch. Faulschuh ist kein gewöhnlicher Mann. Ich habe ihm mein Schwert mitten ins Herz gebohrt und er hat es nicht einmal gespürt. Unsere Waffen können ihn nicht aufhalten. Die Soldaten werden keine Chance haben. Es muss einen Weg geben, um Faulschuh zu töten. Lasst mich nachdenken. Wartet mal eben. Die Art, wie er vor unseren Fackeln zurückgewichen ist. Feuer! Das ist die Antwort. Das muss es sein. Sagt es den anderen. Helft ihm. Wenn Faulschuh nicht getötet wird, sind wir alle verloren. Was ist mit euch? Jemand muss diese Information in unser Lager bringen. Falls Faulschuh euch entwischt, müssen die restlichen Truppen wissen, wie man ihn tötet. Geht, mein Augenstern. Geht und schreibt Geschichte. Ich möchte nur kurz anmerken, wenn ich meine Geliebte vor mir sitzen würde und die gefesselt ist, oder anders, ich stelle die Frage euch, wenn ihr eure Geliebte vor euch sitzen hättet, die entführt wurde und gefesselt ist, würdet ihr dann erstmal so ein bisschen Smalltalk halten und die dann vielleicht danach befreien? Oder würdet ihr die vielleicht erst befreien, beziehungsweise beim Befreien mit ihr über diese Situation reden? Also was das betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, hat Teso das immer so total unlogisch gemacht irgendwie. Ich meine, wenn mein Freund jetzt vor mir sitzen würde, ich würde doch mit ihm reden in dem Moment, wo ich versuche, ihn zu befreien. Also, sorry, aber das ist immer so unlogisch. Okay. Die befreit sich jetzt auch selber. Ja gut. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt hier hochgekommen bin. Achso, ich kann ja gar nicht reiten. Moment, dann... Ja, bleib auch noch überall hängen, wo du entlangläufst. Kein Thema. Och, was ist jetzt schon wieder?
Basti, kümmer dich doch mal um diese Idioten, ganz ehrlich. Nee, Basti ist hellauf beschäftigt mit einem einzigen. Was willst du mich jetzt hier? Mein Gott. Hast du es jetzt bald? Will hier durch. Mensch. Will das nicht noch länger verzögern. Aua. Und was war das jetzt gerade? Hallo? So, verwendet Feuer, um Falschu zu besiegen. Ja, jetzt renn doch nicht auf mich zu. Ich will doch erstmal gucken, wo ich hin muss. Ich dachte gerade, die wären jetzt hier lebendig. Lösch die verdammten Feuer! Höchste Zeit, alle Spuren dieser Direnni zu beseitigen! Löscht sie nicht, löscht sie nicht. Noch mehr Direnni! Vernichtet diese Plagegeister! Jetzt! So, komm her. Eure erbärmlichen Waffen sind nichts im Vergleich zu meinen Zähnen und Klauen. Ach, Basti, ganz ehrlich. Ich denke, ich soll das Feuer verwenden. Genau, brennt es nieder. Darum geht es. Aufteilen! Nerv mich jetzt hier nicht, du mich auch nicht. Ich muss wissen, wie ich mit dem Feuer hier agieren kann. Ich werde euch in Stücke reißen. Gegen mich seid ihr nichts. Basti, du bist gleich tot. Das ist dir hoffentlich klar. Wie kann ich denn? Muss ich den ins Feuer locken oder was? Hm. Kann ich jetzt hier mal vielleicht ein E oder sowas bekommen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, wie ich das machen soll. Soll ich jetzt warten, bis Basti gestorben ist? Oder kann ich den irgendwie wegmachen oder so? Moment. Ich versuche den mal kurz wegzumachen, weil der geht mir ja gerade echt auf den Sack. So, komm mal her. Na, 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 na. Nein, kein Feuer! Da, Feuer! Feuer, Feuer, Feuer. Ich wusste, Basti war das Problem. Wie immer. Oh, so darf es nicht enden! Oh, nicht so! Oh. Namenloser Soldat, kann ich mit dir reden? Kehrt in eure Zeit zurück. Ihr habt herausgefunden, dass Faulschuhs Schwäche das Feuer ist. Verwendet dieses Wissen weise. Betretet nun das nahegelegene Portal. Es wird euch nach Hause bringen. Okay, machen wir. Wenn ich weiß, wo das... Da ist das Portal. So, Basti. Ich glaube echt, ich sollte dich demnächst mal zu Hause lassen, du. Willkommen zurück. Alles in Ordnung mit euch? Hattet ihr Erfolg? Warum starrt ihr mich so an? Ihr seid eine Frau. Aber sicher doch. Seid ihr sicher, dass ihr in Ordnung seid? Es spielt keine Rolle. Was ist geschehen? Ich habe Faulschuh getötet. Feuer schwächt ihn und macht ihn verwundbar. Feuer? Kann es wirklich so leicht sein? Alana hat das schon die ganze Zeit über gesagt, doch jetzt haben wir Gewissheit. Nun können wir die Schlacht zu Faulschu tragen. Und wir können sie gewinnen. Alana? Hier? Wo sollte sie sonst sein? Sie war es, die eure Mission genehmigt hat. Wisst ihr denn nicht mehr? Ich bin sicher, dass ihr euch schon noch an alles erinnern werdet. Zeitreisen können sehr belastend sein. Jedenfalls ist Alana im Lager. Geht und erzählt ihr, was ihr herausgefunden habt. Ich habe anscheinend doch die richtige Entscheidung getroffen. Ist das schön? Alana, mein Herz. Also nicht mein Herz, aber... Hallöchen, du bist lebendig. Da seid ihr ja wieder und gerade noch rechtzeitig. Aber die Feierlichkeiten müssen leider warten.
Faulchus Truppen haben ganz Kamlon eingenommen und der Gegenangriff der Löwengarde gerät ins Stocken. Alana! Seid ihr das wirklich? Was stimmt nicht mit euch? Warum schaut ihr mich so an? Ihr wisst, dass ich eine Nachfahrin des Geistes bin, der vor euch erschienen ist. Behaltet einen klaren Kopf und erzählt mir, wie Faulchu ursprünglich getötet wurde. Freya schwächt ihn und macht ihn verwundbar. So geht die Geschichte, die in unserer Familie seit uralter Zeit überliefert wird. Aber ich brauchte Beweise. Nun muss Kamlon es erfahren. Das, was ihr hier getan habt, hat alles verändert, wisst ihr? Vielleicht sogar mehr, als wir ahnen. Ja, und wir haben einen Schild des der Spur eines Blutdorns erhalten. So. Und würden theoretischerweise direkt die nächste Quest erhalten. Aber dazu muss ich sagen, dass ich jetzt gleich noch verabredet bin und entsprechend dann mal einen Cut machen müsste. Die Folge, die ich jetzt aufgenommen habe, hat 50 Minuten gedauert. Deswegen schätze ich mal, dass ich die doch in zwei Teile aufspalten werde. Von daher seht es mir nach, wenn das Ganze nicht so schön gecuttet ist, beziehungsweise ich mich nicht verabschiedet habe, sondern das im Nachhinein getan habe. Und jetzt werde ich es auch nochmal tun. Jetzt ist es für euch total verwirrend, deswegen verabschiede ich mich einfach nur und sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! PS, Zeitreisen können sehr verwirrend sein. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.